Na dann, wollen wir mal. Auf geht's. Ey, mein U-Boot. S zum Rückwärts, W zum Vorwärts. Tauchen. Okay, wo geht's lang? Und der Wasserlevel hier hoch. Ah, da geht's lang. Brauchte gerade ein bisschen Orientierung. Hoffe, wir werden hier nicht angegriffen, weil ich habe keine Waffen an Bord. Konzeptzeichnung freigeschaltet, Kanalisation. Aha. Ja. Hoffentlich keine Gegner, die wir ausschalten müssen. Okay, wo parke ich den am dümmsten? Natürlich müssen wir denken. Ich war noch ein Kind. Die Algenblüte waren voll im Gang. Bin ins Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Fühlte sich an, als würde meine Haut verbrennen. Als würde meine Haut verbrennen. Du bist jetzt unterhalb des Gefängnisses Eisenwald. Ach du Scheiße. Insassen vor einigen Jahren versucht hatten, mit ein paar Wertsachen im Gepäck durch die Kanalisation zu fliehen. Sie sind nicht sehr weit gekommen. Wenn er nicht schon wieder rein. Okay. Das ist eine Statue. Einige Bereiche könnten für den Tunnelgleiter zu schmal sein. Du wirst schwimmen müssen. Oh Gott. Kann man da nicht her? Okay. Wir müssen noch hin oder was? Und das meint sie, hier müssen wir durch. 13 Jahre alt, fiel in den Teich bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutegel. Oh, du Armer. Schmierig, schmutzig, Blutegel. Hab's kapiert, er mag kein Wasser. William, okay. Ich wollte dir noch etwas sagen. Ich habe in diesem Tagebuch gelesen, das mir meine Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse. Und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch.
Wenn du Zeit hast, hör doch mal rein. Ramonas Tagebuch. Jetzt nicht. Da gab es einen Checkpoint, das ist nicht gut. Das heißt, hier gibt es Schlimmes. Der Bereich, in dem du jetzt bist, ist schon länger außer Betrieb. Aber man kann die Anlagen sicher noch manuell bedienen. Ja, natürlich. Das Schiff muss ich ein bisschen weiter woanders parken. Das Boot. Nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen es eventuell noch. Okay. Und dann nicht gleich wegkommt. Schon durch viele Gewässer geschwommen. Keins war so kalt wie dieses. Oder ist das nur ein pures Fahrrätsel? Und hier haben wir auch noch mal so ein Ding. Stell die Pumpenräder um. Hätten wir es fast drüber geschafft, muss noch ein bisschen. Oh Gott, habe ich mich erschreckt vor dem. Vor dem das war Unterwassertauchen. Ein U-Boot, was untertaucht. Der Wahnsinn. Ich hoffe, hier ist niemand. So vielleicht. Bombenangriff auf Berlin. Ich lese was so gern durch. Ich könnte euch anhalten und selbst durchlesen. Nicht so der Leser. Okay, wie kommen wir darüber? Muss eventuell nach einem Mechanismus, um das Becken mit Wasser zu füllen. Es muss komplett gefüllt sein, damit du hinüberschwimmen kannst. Okay. Und jetzt hier irgendwo. Wird das jetzt hier vermutet? Ich hatte Angst, da steht ein Nazi. Das sah so aus. Ein bisschen sah das so aus. Scheint hier aber wirklich keiner zu sein. Das können wir auch hier durch. Okay, hier wollen wir links.
Okay, ich schätze mal auftauchen. Das geht sich doch über oder schlank. Schon mal. Durch den letzten Bereich musst du schwimmen. Du hast die Katakomben fast erreicht. Okay. Schwimmen. Na dann. Mit 11 bin ich über den Fornisee gekarrt. Einer der dunklen Soldaten. Aber der war nicht so dunkel. Versperrt. Muss mir was einfallen lassen, um ihn freizumachen. Vielleicht können wir die Bombe nutzen. Ich glaube, dass die nicht hochgeht, während wir sie frei machen. Ich weiß schon, ich weiß schon. Also zwei davon. Ich darf mit dem Feuer nicht zu nah an die Bombe ran. Ich trinke hier. Schon mal lieber am Wasser weiter. Ich will dann möglichst unbemerkt reinkommen. Alter. Diese Aufnahmen sind zu gefühlt. Ich bin in den Brunnen hinabgetaucht, um Vaters Uhr zu finden. Aber der war nicht so tief. So ankommt. Und nun. Müssen wir wahrscheinlich an Land wieder kämpfen. William, direkt über dir liegen die Katakomben. Es gibt dort einen Aufzug, der dich direkt ins Waffenlager bringt. Ja, willst du Kopf platzen? Im Waffenlager, na toll. Alter, schreck mich nicht so. Da kommen wir natürlich ohne weitere Probleme hin, ins Waffenlager. Da kommt jetzt kein großes Monster, kein großer Roboter aus dem Dunkeln. Natürlich nicht. Deswegen liegt hier auch keine Kiste. Eine Kiste mit Bomben. Kann ja eigentlich nur schief gehen. Sehr gut, Captain Blaskovic. Was ist das Ding der? Dies ist Phase 2 des Plans. Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Im Munitionslager gibt es einen Güterzug, der voll beladen ist. Handfeuerwaffen, Artilleriegeschosse, Torpedos. Alles, was das Regime für die Versorgung seiner Streitkräfte braucht.
Mit denen kommen wir doch hier lieber nicht raus. Die Jagdfeuerwaffen sind für unsere Kämpfer. Aber das eigentliche Ziel sind die Torpedos. Damit können sie ein U-Boot des Regimes übernehmen. Doch alles der Reihe nach. Kapern sie zuerst den Zug. Kommen doch niemals ungesehen rein. Finde den Zug und fahre damit von dort nach Norden, zum verlassenen Bahnhof. Unsere Leute werden an der Station auf dich warten. Klaus hat dann weitere Informationen für dich. Warum liegt die Heilung? Verschlossen. Okay, Zug kapern. Ach, hier haben wir Gitter. Ich habe noch ein Messer und die Bomben. Scheiße. Als ob das gut geht. Alter! Verfickter Tagebucheintrag. Die Szene kenne ich aus der Güte von Panem. Teil 3. Ja, natürlich. Signal entdeckt. Da drüben. Warte, vielleicht können wir uns an der Wand rein und dann schleichen. Okay. Signale aus. Es war klar, dass hier was passiert. Ganz sneaky. Wird hier langsam kriegsmüde. Oh Gott, schon die Augen jetzt. Natürlich sind die Regime-Leute. Scheiße. Ja, oh Scheiße. Oh Scheiße. Mit dem Messer gegen Pistolen. Deswegen nach der Heilung. Ach du Scheiße. Ja, Rep. Das muss Niki passieren. Schleichen, langsam schleichen.
Ach, hier wieder. Das ist der erste. Können wir vielleicht jetzt schon ausschalten. Von hinten gestrichen. Oh Scheiße. Und die. Oh Kacke. Hey, du bist überfordert von der Mission, von der. Heilung bricht dann auch noch irgendwann. Ich bin doch blöd. Das habe ich doch gemacht mit dem Schalter, meine Fresse. Komplett verblödet. Rüstung und Gesundheit. Ach du Scheiße. Geht's noch sneaky? Und ist blind. Sehr gut. Kriegen wir das Geräuschlos hin. Müssen wir noch nicht überwältigen. Schlaf. Oh oh. Ich muss mal hier weg. Oh Kacke. Munition ist alle. Oh Kacke. Kommen wir denn an dem vorbei? Müssen wir ihn umbringen oder kommen wir auch hier? Kommen wir hier wieder zurück. Was ist jetzt eigentlich die Aufgabe?
Flakon loslassen. Kriegen wir vielleicht auch Sneaky hin. Scheiße. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Zug zu starten, steht der Schalter für die Schienen in der falschen Stellung. Es gibt einen Kontrollraum in der Nähe. Von dort aus kannst du ihn umlegen. Ein Kontrollraum. Legt mich gleich der Roboter um. Kontrollraum, Kontrollraum, da oben wahrscheinlich. Leise. Das kriegen wir doch ohne Roboter hin, oder? Deshalb inzwischen hierher gekommen. Kontrollraum in der Nähe. Ach du Scheiße. Ach, das Tor ist zu. Da kommt er nicht durch. Auch gut. Dass er da aufgehalten wird. Kontrollraum. Eine Wacht da noch durch. Steht direkt vor mir. Mitten im Raum. Sehr schön. In der Nähe, sagte sie. Maschinenraum in der Nähe. Am Arsch, Alter. Am Arsch, Alter. Ja, auf dem Weg nach unten brauche ich wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich, ja, natürlich. Das war sowas von klar.
kommen welche hier. Na toll. Ach scheiße, du lebst noch. Die kommen von allen Seiten. Munition. So geht's auch. Granaten. Matsch. Alles ruhig da unten.